Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wieder sind Spieler da, wieder haben sie lustige Sachen an. Vorher habe ich noch einen gesehen, der hat sich gerade ausgelockt mit Drahlstring, einer Zweihandwaffe, die ich schon lange eigentlich nicht mehr benutzt habe, weil ich einfach nicht so gerne ja, Nahkampfgift habe, aber ist auch interessant, was man so für Uniques sieht. Und da hat jemand auch ein komisches Schwert, ich glaube aber das ist nicht ein Unique, das ist Zed. Da hat jemand dieses Mogrul, Mogandrul Hand, Mogadruls Hand oder so etwas. Genau, also für Fernkampf-Skelett, Fernkampf-Minions und Magie-Minions. Sehr interessant jetzt, haben sie das vorzeitig vor dem Patch 0.9.2 eingebaut, genau. So, also, machen wir wieder sozusagen ein bisschen, ja, vorbereiten auf den Patch und den Rune Master. Und wir spielen ihn natürlich dann im Let's Play hoch, so schnell wie möglich. Wir könnten auch einen zweiten anfangen und ihn ein bisschen vorspielen im Livestream. Ja, dürft ihr gerne auch manchmal dabei sein. Ich kann euch ja, Fragen oder irgendwelche Tipps einfach geben, beantworten, also Fragen beantworten und Tipps geben. Oder auch ja, einfach ein bisschen ja, euch aufhalten oder ein bisschen Feedback geben, wie ihr es so macht oder was ich, wie ich es mache. Euch Feedback anhören und so weiter. Das ist ein bisschen kompliziert zum Reden gerade. Ja, ich bin jetzt gerade vorher auch nach einem scheinbar Überhitzungsproblem wieder reingekommen. Ich bin völlig durcheinander. Das Spiel schafft es einfach, meinen PC so ultra heiß zu machen, trotz muss ich kurz klar schauen. MSI Afterburner, genau. Genau, MSI ist die komplizierte ja, Dreierfolge vom Namen. Und da kann man ja eigentlich die Grafikkarte und glaube ich auch der CPU, also muss man einfach noch ein anderes einstellen, ein bisschen reduzieren, oder? Trotzdem das und auch zum Beispiel GeForce Experience, GeForce Einstellungssystem. Überall kannst du einfach irgendwie alles reduzieren und das Spiel schafft es einfach tausendmal mehr Energie oder Hitze zu brauchen als andere Games. Ist unglaublich. Wie viele Resistenzen hier drauf sind, nehme ich doch gerne alle mit. Und ja, ich bin völlig jetzt gerade auch, ja, so direkt nach dem Sport, oder? Struggle mit dem Reden. Tut mir leid, dass die Qualität, die Sprachqualität bei mir gerade nicht so gut ist, aber ich gebe mir natürlich schon so ja, sehr viel Mühe, dass ich da euch nicht irgendwie störe damit oder so. Genau, weil ja, der Bild ist auch ziemlich, ich mach das nicht, ja, squishy bei hohen, starken Treffen. Wir dürfen uns nicht ganz so stark treffen lassen. Wir haben zwar dieses Bone Shield, aber wir müssen uns immer wieder teleportieren. Jetzt ist das Bone Shield auch gerade nicht an. Da ist es wieder, ja. Genau, Bone Armor, also Knochen, Rüstung. Und ja, ich es ist einfach unglaublich, wie ich mich freue. Es sind jetzt noch 3 Tage und ich bin eben noch völlig irgendwie K.O. Ich habe ja eben das Video gemacht, erst mit dem... Ah, es gibt eine deutsche Version endlich. Sie kommt also wirklich jetzt direkt und nicht erst im nächsten Patch. Das haben mir ein paar YouTube-Kommentarschreiber gesagt, dass es eventuell einfach noch dieses Jahr kommt bei einem großen Patch. Und ich dachte immer, das wäre ein kleiner 0.9.2, ein kleiner Patch. Also, da ist nicht so viel, aber jetzt haben sie auch wieder viele Sachen eingefügt. Eben diese Magier, die kommen, sind eingefroren oder einfach in einem Kristall drin.
Und die muss man aufbrechen und dann kommen die Magier raus und haben sozusagen nur Feinde, also die Gegner sind auch noch mit uns am Kämpfen gegen die Magier, also als dritte Fraktion. Und scheinbar geben sie Items, die ganz besondere Bonis haben. Also da haben, sind einfach Sachen drauf, einen Boni von einem Item, der richtig stark sein kann scheinbar. Und einfach anders ist, oder? Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Dann gibt es noch zwei Crafting-Materialien. Einer macht so einen Boni auf existierende Items, also rare Items, denke ich mal. Und nicht auf Unique oder Legendaries und so. Ich glaube, Exalted gibt es auch nicht, aber trotzdem werden dadurch Rares natürlich schon sehr viel stärker erwerben, oder? Durch einen extra Boni, der richtig cool ist. Decker? Ja, nochmals ein Ghostmaker. Nochmals kein Potenzial drauf. Mist. Wir müssen halt nochmals ein bisschen ja, weiterkommen mit diesem Bild. Aber wir merken uns, dass diese Timeline des Empire-Zeugs ist halt für Ghostmaker ein bisschen besser dran. Da. So, nochmal ein bisschen mehr andere Skills einsetzen. Ja, Mana geht es auch noch nicht so gut. Ja, der Bild ist halt ohne gute Items ein bisschen prototypartig. Aber dafür ist er schnell. Also ich bin froh, dass ich so stark bin. Dass diese Rides doch echt stark und schnell auch ja, töten. Und auch viele erscheinen, wenn man sich einfach auch ein bisschen Mühe gibt. Skill einsetzen. So, der ist auch ganz easy gewesen. Können wir dann die Leiste noch füllen? Das würde ich gerne, damit wir eben schneller zu dem nächsten Monolithen kommen. Ist voll. Ja. So, haben es gerade noch geschafft. In Arena, ja komm. Dass so viele haben, weg damit. Und mein Inventar ist auch schon fast wieder voll. Blüht, also nur für Akolyten. So, was haben wir denn noch? Ah, wir sind voll. Okay, machen wir doch das. Und, jo, eben, ich habe viel mehr Lust mit euch, da einfach auch zusammen das Spiel zu spielen im Livestream. Jetzt muss ich einfach wieder schauen, wie lange haltet das Spiel halt aus. Oder der PC eher das Spiel aus, sozusagen. Aber es ist natürlich schon ein bisschen heftig auf Ultra so zu spielen. Sonst muss ich ja die Grafik wirklich reduzieren. Das geht nicht anders. Okay, ich muss mehr teleportieren. Ich muss unten schauen. Okay, Giftresistenz, gut. Bier und Hit Life ist auch ziemlich gut. Wir müssen halt immer schauen, welche Item-Bonis wir brauchen und tun einfach so ein bisschen das Lagern. Jetzt haben wir eben mit dem Runemaster halt auch wieder einen neuen Charakter mit neuen Items. Es gibt glaube ich 21 neue Uniques im Patch. Das ist ein bisschen wenig für so eine neue Charakterklasse. Also die meisten Items werden einfach für diese Charakterklasse sein. Aber es ist ein bisschen zu wenig für einen Patch, oder? Dann für einen Charakterklassen-Patch, der halt schon... Jo. Sonst nicht ganz so viel bietet. Außer so eine League-Mechanik, oder? Und eben den Charakter, aber... Ich hoffe, also... Es wurde wahrscheinlich auch so langsam herausgefunden, und das sagen einfach die Fans, dass die zwei anderen Charakterklassen, die noch fehlen, erst mit 1.0 reinkommen. Ich freue mich halt so riesig, dass ich das früher sehen will. Aber vielleicht kommt ja im Dezember oder so, November oder so schon 1.0 raus. Also so lange müssen wir gar nicht mehr warten. Ich freue mich halt, auch wenn es länger geht, trotzdem wie, es würde es einfach in den nächsten paar Tagen sein, oder? Wie ein kleines Kind. Ich bin eben jeden Tag am richtig Fußball trainieren und das mache ich natürlich, damit ich einfach gesund werde. Fußball ist für mich ein Weg in die Gesundheit. Was hat Game jetzt nicht unbedingt kann,
Aber es kann halt meine Krankheit entgegenwirken und deshalb ist es auch ein bisschen gesund, oder? So viel Crowdis. Okay. Akkenzeit reduzieren heißt auf Deutsch. Auf einem Idol ist eigentlich sehr gut. Ist nur für Minions, aber. Block schon. Ja, okay, weil wir noch nicht so viele Handschuhe haben. Aber jetzt ist das Inventar voll. Ich kann nichts mehr tragen. Platten weichen und hör zu. Frage ich jetzt. Nein, wir müssen einfach warten und das Inventar mal sortieren. Das können wir dann gleich im Livestream machen. Also, ich würde schon gerne noch ein bisschen am Orten trainieren. Und noch einkaufen, aber dann kann ich eigentlich beginnen und. Ich denke schon, so langsam geht's halt schon. Was machst du jetzt? Es ist schon genommen, also was sagst denn du? Ja? Okay. Dankeschön für eine Verwirrung oben rechts in der Map. So, also, nächstes. Die Belagerung im fernen Wald. Also. Storm hat Paris auf den gepostet. Hui. You are beneath my skin. Oh. Wo sind die Belagerungskolumns hier? Na? Kommst nicht so viel Schaden, du bist feuerreißig. Hui. Ja, da müssen wir auch ein bisschen schauen, dass die Siege-Kolumns uns nicht heftigen Schaden reinzocken. Und wir haben genügend von den Rides. Sehr schnell. Ja, sehr schnell nicht, aber. Ja, nehmen wir auch. Ringe kann man halt immer gut also lagern. So, jetzt langsam habe ich mich auch wieder ein bisschen beruhigt. Ich habe es halt einfach nicht gerne, wenn irgendwie das Spiel meint, es muss meinen PC komplett überhitzen. Es ist natürlich nicht jedes System betroffen, aber. Wenn man vor allem auch noch aufnimmt und so, ist es halt schon heftigst. Dann kann man also eigentlich gar nicht so viel. Ich weiß nicht, ob andere auch so Probleme haben, aber ich denke schon, es werden nicht so viele Videos gemacht und gerne. Und meistens auch nur sehr kurze. Das ist wahrscheinlich schon bei fast jedem. Also fast jedem. beim Aufnehmen. Und jo, das zeigt halt einfach, das Spiel ist halt wirklich noch nicht gut optimiert. Leider. Und dieser Bosskampf mag ich einfach nicht, weil ich die ganze Zeit laufe. Muss immer wieder laufen. Aber es sieht cool aus und ist interessant sonst. Also hast du jetzt gerade Weiße? Als in dem Erkält, also mit Kälte. Was machst denn du? Also war noch nicht so stark gegen diesen Boss. Viel Leben. So langsam müssen wir uns jetzt einfach noch ein bisschen kümmern. Aua. Voll reingelaufen. Ums Clearen umgeben. So. Ich will einfach nicht irgendwo reinlaufen, wo der heftige Schaden ist. Das ist das Wichtigste. Lieber ein bisschen abhauen. Oh ja, jetzt kommt das. Ja, das ist eigentlich einfach. Ich habe früher einfach auch zu heftigst einfach reagiert wegen ein bisschen mehr Angst, oder? Was schon ein Riesenzauber ist. Heftiger Riese. Diesen X oder ja, Kreuz. Ah, es ist nicht ein Kreuz, es ist eher so ein Dreieck. Drei Strahlen. Und jetzt ist er dann bald tot. Ich finde das nicht gut, dass Entwickler einfach die Gegner, die Bosse unbesiegbar machen, wenn es ihnen halt. Ich denke, das ist irgendwie so ein bisschen Streckung von der Zeit. Ich denke, Catalyst ist besser als Gloss.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb auch die weniger Prozent. Ich habe so wenig von diesen Katalysten, dass ich die immer sehr schwer suchen muss. Jo, wir müssen langsam einfach die Crit-Chance erhöhen von den Minions. Ja, okay, sie treffen schon gut, aber sie machen natürlich viel mehr Schaden, wenn sie auch wirklich treffen. Aber auch Cooldown, also ich könnte da etwas ersetzen. Ich denke, Feuerresistenz brauche ich jetzt momentan nicht so viel, genau. Machen wir die mal weg. Und dafür Cooldown. Ich hoffe, die schießen mehr, aber ich glaube, dass es macht keinen Unterschied. Also, ob ich jetzt das brauche oder nicht, also müssen wir ein bisschen testen. Gut, ich will hier das auch effizienter machen und wenn man es nicht weiß, dann ist man halt ein bisschen am Rätseln. Man probiert es halt einfach aus. Oh, da sind ja die neuen oder die alten. Die einfach nochmals ein bisschen verschönert wurden. Ich sehe noch keinen Unterschied oder sie haben es schon verschönert. Und das könnt ihr vielleicht besser nachschlagen. Das ich hole ihn so schnell. Genau, das ist Minion Fire Damage. Das ist das, was wir auch noch brauchen. Und cool dann auch noch drauf. Also ein sehr gutes Idol ist jetzt gerade uns gedroppt. So, und scheinbar jo, läuft es jetzt momentan recht gut mit den der Performance. Dass es nicht abstürzt. Ich hoffe einfach, ich kann 30 Minuten mal aufnehmen. Ohne dann den ersten Crash zu haben. Ja, weil das Spiel halt auch langsam startet. Das ist halt dann immer so ein bisschen fatal und nervig. Aber gut. Ist halt einfach Last Epoch. Ist halt die Unity Engine. Ist halt ziemlich schlecht in der Performance. Sie ist halt sehr beliebt. Aber weiß nicht, wieso sie so beliebt ist. Weil zum Beispiel Unreal Engine, wo ich halt immer benutze, ist halt sehr, sehr viel einfacher auch und stärker. Viel, viel stärker. Aber das heißt halt auch, die Leute brauchen einen besseren PC. Ich kenne eigentlich nur Leute, die die Unreal Engine nicht abspielen können in den neuesten Versionen. Zu schlechte PCs haben dafür. Stimmt auch ein bisschen, also das braucht man schon sehr starken PC, also ja, teils, wenn man das Spiel halt auch ein bisschen schöner machen will. Aber es gibt ja auch die alten Engine-Varianten, also Nummern. Jetzt haben wir gar nicht den Boss gesehen hier oben, das ist aber irgendwie hier. Ah, das ist der ist gelaufen von da unten, hier hoch, irgendwie hier links herum. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Wandering Enemy. Bisschen verwirrend gewesen. Nein, verwirrend nicht, aber du willst eigentlich dem Gegner, dem Boss nach und dann kommt er einfach auf einer anderen Seite wieder raus und wird von euren Minions zerklatscht. So, jetzt haben wir dann hier fertig mit den Resistenzen. Ui. Ja, mal gucken. Soll ich diese Mana? Zwei Rest-Doppel-Resi drauf. Nehmen wir auch. So, was haben wir für Geld? Noch nicht ganz genug. Also, das machen wir dann im Livestream aussortieren, aber irgendwo haben wir noch. Da, genau, Totems haben wir noch ein bisschen Platz. Ich tue jetzt einfach mal die Unix rein. Noch ein paar Sets. Kann man hier noch gut anordnen, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. So. Dann gehen wir mal zum Set-Item rüber. Gut. Zuerst noch das Amulett. Das sind einfach rare Amulets. Und jo. Ich muss ja jetzt eben in den nächsten Parts dann alles auch nochmals auf Deutsch kennenlernen. Ich habe mich so gut an Englisch gewöhnt, oder? Kann ja auch wieder viel besser durch Last Epoch Englisch und freue mich natürlich trotzdem riesig aufs wieder alles umgestalten und lernen, aber irgendwie kann ich es natürlich dadurch, dass ich das auf Englisch kenne, auch auf Deutsch
bestehen, oder dass es so heißt. Ich kann einfach durch den Körper. Ayo. Was übrigens auch noch starten wird, ist das Sacred 2, Diablo 2 Mod. Also Fallen. Diablo 2 Fallen heißt der Mod. Ist ein Mega-Mod. Und bringt natürlich Diablo 2 in Sacred 2. Und das sieht einfach sehr geil aus. Spielt sich auch sehr geil. Und ja, da habe ich einen tollen Bait gefunden, der hoffentlich nicht zu schwer wird. Aber die meisten Skills dort machen einfach viel zu wenig Schaden. Da bin ich schon froh, dass in Last Epoch die Gegner nicht so lange brauchen wie dort. Bei schlechten oder bei Dots oder bei großen AOE-Skills ist es dann viel zu lange, bis ein Gegner down ist. Aber ich habe einen guten Bait, wo der Gegner doch nicht so lange gehen, dass er eigentlich Schaden machen kann. Aber nur ein bisschen, ja. Es ist nicht Single-Target, aber ja, vor allem schnell. Also ist ein bisschen interessanter zu spielen und zum Zuschauen. Ja, und hier beim sag schon, Runenmeister wird es dann hoffentlich auch so sein. Der hat manche Skills, vor allem diese Runen am Boden mit fettem AOE. Aber ob der genug stark ist, ohne Unix, Legendaries und Exalted Items, man weiß es nicht. Aber ich kann irgendwie die zwei Spiele ein bisschen kombinieren, oder? Ich kann mich ein bisschen schlau machen in Sekiro 2, was ich jetzt eigentlich beim Runenmaster eigentlich skillen sollte. Und das wird mir sicher helfen. Für euch auch, oder dass ihr den Endcontent danach seht. Und irgendwann werden wir uns einfach dann mal ein Bild anschauen bei Last Epoch Builds oder tools.com, genau. Und dort Builds. Ob wir dann nicht irgendwie noch ein bisschen den Runenmeister verbessern können. Was mir einfach an Sacred 2 so gefällt, es ist einfach so ziemlich endlos. Man kann halt 200 Level erreichen. Man kann eine riesige Welt erkunden, die eigentlich fast nie langweilig wird. Ich bin immer noch gerne im Startgebiet. Und das kann man jetzt zum Beispiel mit diesem Spiel hier nicht sagen. Obwohl das Startgebiet noch nicht alt ist, also wieder neu gemacht wurde. Ist es doch mir langsam ein bisschen langweilig, den ersten Akt gehen zu müssen. Und vor allem der zweite und der dritte Akt hat immer noch gleich Spiel. Aber es ist nicht demotivierend. Ich mache es trotzdem eben so gerne, dass ich es noch machen würde und noch weiterhin viel machen könnte und würde. Jo. Aber ihr kennt das wahrscheinlich schon, oder? Dass man halt doch manchmal immer wieder etwas machen muss und nichts Neues mehr lernt. Wenn doch beide gut drauf sind oder nützlich sind, nehme ich es mit. Diese Boni sind halt auch nicht immer sehr häufig. Also Ably Damage und Hit brauche ich nicht. Das andere natürlich hier auch nicht, aber vielleicht irgendwo anders. Okay, nehmen wir den Hammer auch nochmal mit, dann habe ich noch nicht so viel gefunden. Das Spiel tut immer wieder Items spammen, die man einfach nicht wegwerfen will oder so. So, Warbrand Tension haben wir. Ja, wir haben Ward per Sekunde drauf. Ich brauche einfach ein besseres. Will Udo Dinge. Excited Items haben. Ah, da haben wir auch noch einen. Zwei sogar. Wo war das? Das war da, da. Ach komm, mach ein Minion. Visier Target. Das ist doch auch ein bisschen wichtiger, wenn viele Monster da sind. Wollen wir also schon machen. Und hier unten, also. Ja, machen wir doch. Nein, hier, glaube ich. Ja, müssen wir hier fertig machen. Gut. So habe ich das. Schwert.
Also Schwert brauchen wir überhaupt nicht. Ist ja eher auf dem anderen Bild mit den Eichhörnchen. Nee, ich nehme es nicht mit. Wir sind aber, wir haben einfach noch zu wenig Corruption mit drauf. Wir haben ja noch null. So, also. Geht ihr mal alle hier drauf. Genau. Oh, schön, das sind jetzt richtig viel. Und du auch. Alle auf. So, tot. Schön. Ah, das ist aber sehr schön. Dankeschön. Ja, wie wird das aussehen, wenn einfach auch die Namen und alles deutsch sind? Wird einfach auch mehr ins Spiel fixiert, oder? Ich kann die, also die Leute, die reden oder so, auch wirklich auch gut verstehen, oder? Ich freue mich riesig auf den Patch. Das ist einfach gewaltig. Schon recht viel los mit den Feuerbällen. Gar nicht mal so übersichtlich. Ah, das ist ein schöner Bild. Wirklich mal wieder ein Bild, ein bisschen zeigt, was man alles Damage und interessante Builds in diesem Spiel machen kann. Das ist immer sehr schön. Also ich war irgendwie bei Path of Exile immer so verwundert. Oh, ich habe ein neues Bild, ich möchte ihn spielen. War aber dann vom Bild irgendwie ein bisschen gelangweilt oder fand einfach die Items nicht und war dann einfach gelangweilt, weil der Bild auch noch nicht so losging oder so. Aber in Last Epoch hat man einfach diese Freude, das machen sie einfach spitze. Man kriegt die Freude hin, das noch ein. Okay. Man hat irgendwie die Builds dann doch relativ schnell so, dass sie wirklich auch top sind. So. Also, jetzt können wir auch wieder ein bisschen mehr einsetzen. Defender Shade, ich habe jetzt auch ein bisschen gesehen in einer. Also, wenn viele Gegner da sind, dann haben wir genügend Mana, um es einzusetzen. Ist aber immer ziemlich schwer, wenn man halt immer unten schauen muss. Einfach blind machen muss und entweder nicht ausweichen kann. Der gar nicht will. Wenn man gerade denkt an den Skill oder so. Ja. Aber er wird die Auto geprockt, nur nicht gerade so gut. Ja, und macht irgendwie so 3000 dort, habe ich gesehen. Oder ist das einfach der Anfang, der 3000 macht? Ziemlich stark. Aber ihr seht, also einfach wegen der Übersicht haben die Entwickler das einfach zu wenig lange. Diese Zahlen, die kann ich nicht immer vollwertig lesen. Die sind einfach ein bisschen zu dick. Aber dennoch kann man es doch, wenn man sich ein bisschen konzentriert, auch sehen. Im YouTube-Player ist es natürlich nochmals einfacher. Ich habe ja einen großen Bildschirm und da kann ich einfach nicht genügend gut lesen, was du denn für Schaden machst. Aber so zwischen 3 bis 5 bis 7.000 gibt es schon immer wieder Kriegs. Das ist genügend oder noch genügend. Ja. Wieso ist der jetzt runtergegangen? Wieso habe ich keinen Mana mehr? Das ist auch ein bisschen schwer. Aber ich freue mich, dass das Spiel nicht abstürzt. Jetzt haben wir eben auch die 30 Minuten voll. Ich habe es, glaube ich, geschafft. Nvidia ist halt selber schuld, dass er manchmal echt Probleme gibt. Aber das Spiel ist halt auch ein bisschen schuld, dass es extrem viel Leistung braucht. Ah, jetzt stürzt es ab. Okay, jetzt ist das Spiel abgestürzt. Jetzt haben wir die Belohnung nicht mehr bekommen, aber okay, ist ja nicht so schlimm. Gut, ich starte nochmal, dass wir ein Bild haben, aber dann beende ich. Jo, immerhin läuft es jetzt besser. Ich tue eventuell noch ein paar Grafikeinstellungen jetzt mal runter. Ich glaube, das Spiel stürzt trotzdem noch ab. Nein, okay, es kommt.
Ja, es ist eben ein bisschen nervig. Also die Entwickler müssen vor allem da mal machen und vielleicht mit Nvidia mal zusammensitzen und das einfach fixen, oder? Ja, ich würde mal hier eher wieder auf On machen. Genau, die Shadow-Qualität habe ich auf Very High. Vielleicht Detail Shadow, das bringt jetzt nicht viel. Und Anti-Aliasing muss ich eigentlich auch nicht anhaben, das habe ich ja im Hintergrund an. Ambient Occlusion sieht ja nicht so schön aus, machen wir das mal auf Highlight. Und Volumetric Lighting ist ja zu grell. Ja, und Reflections sieht man eigentlich auch kaum, gar nicht. Ja, heutzutage sind die Spiele eigentlich auf wenig Einstellungen, also auf geringe Ebene, nicht mehr so heftigst unterschiedlich schön wie auf maximalen Einstellungen. Das ist nur für die Grafikkarte und für den CPU eine mega Leistungsproblematik, oder? Vor allem bei ungefickten, also Spiele, die einfach noch nicht optimiert würden für, ja. Die Spieler. Oh. Ja, es ist halt eine Technikhölle. Aber gut, dafür ist eben das Spiel auch sehr gut. Also, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ob das jetzt nochmals machbar ist. Oder ob es einfach fehlgeschlagen ist oder ob es einfach beendet wurde. Ich denke, es ist beendet worden und wir haben die Belohnung nicht bekommen. Na gut. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen und ja. Ah, dafür haben wir hier noch einen Armor dann. Okay, sehr schön. Gut. Also im Livestream werden wir das wahrscheinlich dann wieder ein bisschen besser haben. Ja, weniger Leistung. Jo. Einfach mal ausprobieren und wenn es mir zu fest nervt, dass das Spiel halt dann manchmal abstürzt, dann müssen wir halt einfach schauen, dass wir das noch besser hinkriegen zusammen oder so. Aber ich habe schon viel gelernt, ich habe schon viele Sachen verändert und geschaut und ich kann halt einfach nicht mehr viel ändern, um zu testen, ob es noch abstürzt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, zwischen 20 und 30 Minuten stürzt es mindestens einmal ab und das ist natürlich nervig für Livestreams. Sollte eigentlich weggehen. Ich hoffe es. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe auch mit dem neuen Patch läuft es dann wieder besser. Okay. Kampagne, die einfach ist. Oh. Tschüss.